So, zu meiner Rechten steht der Trainer Sascha Med, zu meiner Linken unser Trainer Ralf Schmidt. Und ja, wir sind bei den Gästen. Ihr Wort zum Spiel, Sascha? Ja, ganz herzlichen Glückwunsch an meinen Kollegen, an Mechtersheim, hochverdienter Sieg hinten raus, der sogar noch ganz, ganz, ganz bitter hätte ausfallen können für uns. Mechtersheim hat es nach der ersten Viertelstunde hervorragend gemacht, hat hochaggressiven Fußball gespielt, hat uns komplett in Schneider gekauft und entsprechend absolut hochverdient gewonnen. Da gibt es auch überhaupt nichts mit Schiedsrichter oder sonst irgendwelchen Fürdefans. Das war absolut nur Kampfeskraft, Zweikampfstärke, spielerische Klasse hinten raus von Mechtersheim. Da waren sie einfach in allen Belangen besser als wir und deshalb haben sie auch hochverdient gewonnen. Wir haben ganz vernünftig angefangen. Schlussendlich war es natürlich auch so, dass Dinge auch großteils ein bisschen auf meine Kappe geht. Ich habe dann doch zu viel rotiert. Ich habe ganz viele junge Leute, sehr, sehr viele talentierte Spieler, die im Training wirklich echt Gas geben. Den Jungs, denen musst du immer Spielzeiten geben, damit die auch wirklich dranbleiben. Ich habe es dann ein bisschen übertrieben heute und habe dann schlussendlich auch dann doch ein bisschen falsch aufgestellt, ein bisschen zu viel durchgewechselt vielleicht. War vielleicht ein bisschen Unruhe, dann hatten wir dann die Sicherheit am Ball, wie wir es am Samstag noch hatten. Aber gut, damit müssen wir leben. Wie gesagt, ich gratuliere Mechtersheim nochmal, wünsche weiterhin alles Gute, weiter so eine Serie, wie sie jetzt begonnen hat. Habt enorme Qualität in der Mannschaft. Ich bin mir sicher, dass ihr das noch ein ganzes Stück weit durchziehen könnt, also heute auf dem Platz gebracht habt. Alles Gute und ciao. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Also was die Jungs im Moment abliefern, die letzten Tage, das ist wirklich Wahnsinn. Da gerade bei den Temperaturen muss man wirklich auch mal wirklich den Hut ziehen. Das ist wirklich, die drei Spiele waren hochintensiv bei den Temperaturen. Wir haben heute etwas gebraucht gegen, wie ich finde, sehr starken, ja, robusten Gegner. Nach 10, 15 Minuten haben wir uns reingearbeitet, waren sehr präsent, haben die Zweikämpfe gewonnen, haben auch sehr gut nach vorne gespielt, gehen durch eine Standardsituation dann in Führung, wobei ich auch finde, dass wir uns sehr gute Chancen erspielt haben, sodass wir vielleicht auch vorher schon das 2-0 nachlegen können. Haben es dann kurz nach der Halbzeit getan, dann war der Gegner in Unterzahl, dann haben wir natürlich auch gut nach vorne in die Räume genutzt, haben unsere schnellen Außenspieler immer wieder in Szene gebracht. Also das ist schon richtig, richtig gut.